Ich bin ganz sicher, diesen Mechanismus können wir bei all unseren Zielen oder all unserem Streben einsetzen und verwenden. Wir haben die Wahl, es schwierig oder anstrengend zu machen oder eben einfach und fließend. Prozent aller Ziele werden nie erreicht, sagt eine Studie. Obwohl man alles richtig macht, obwohl man seinen Fokus ausrichtet, obwohl man strategisch einen Schritt nach dem anderen macht, man verliert Energie, man ist nicht gut drauf und es braucht immer mehr Aufwand, um sein Ziel dann auch zu erreichen. Die besten Geschichten sind die, die man selber erlebt. Und vor kurzem durfte ich es selber am eigenen Leib erleben und spüren, wie es ist, wenn es schwierig und anstrengend ist und wie es eben ist, wenn es leicht ist. Ich war mit meinem Motorrad unterwegs und mein Zielort war ca. 200 Kilometer von mir entfernt. Und bei der Hinfahrt habe ich mir die ganze Zeit gedacht, wann bin ich denn endlich da? Es war überhaupt nicht angenehm, es hat keinen Spaß gemacht. Das ist ungefähr so, als wenn eine Familie in den Urlaub fährt und die Kinder hinten drinnen fragen nach 500 Meter Fahrzeit im ca. 10 Sekunden Rhythmus, Mama oder Papa, wann sind wir endlich da? Dauert es noch lange? Und man wünscht sich sehnlichst, nie losgefahren zu sein. Und ich habe hart darauf gewartet, bis ich endlich da bin. Und am Zielort angekommen, musste ich mir erstmal einen Platz unter einem Baum suchen, um eine halbe Stunde zu schlafen. Und dann aufgewacht, habe ich mir gedacht, was war das jetzt? Was geht denn hier ab? Und dann habe ich mich erinnert. Mein Fokus lag am Ziel. Ich habe mir die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht, wenn ich dann ankomme, was ich dann mache. Und ich habe gemerkt, ich wurde sehr, sehr müde. Ich habe die ganze Zeit Energie verloren, weil die Fahrt zum Ziel eigentlich nicht relevant war. Dabei ist mein Körper und mein Geist am Motorrad gesessen. Aber mein Kopf, mein Ego-Denken war schon am Ziel. Also eine große Diskrepanz irgendwie, oder? Ich bin zwar da, aber mein Denken ist nicht da. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, es geht nicht ums Ankommen, es geht ums Fahren. Und bei der Heimfahrt war es genau umgekehrt. Es war ein absoluter Traum. Ich war im Flow, es hat Spaß gemacht. Ich habe jeden Meter genossen. Es war wow, es war eine tolle Fahrt. Und auf einmal war ich dann schon da und habe gesagt, was, jetzt schon? Das war die halbe Strecke, oder? Es war sehr kurzweilig. Und so ist es bei allen unseren Zielen. Wo liegt unser Fokus? Liegt er zu sehr am Ziel oder können wir uns auf den nächsten Schritt, auf diesen Schritt konzentrieren? Machen wir aus diesem Schritt das Beste? Machen wir dann den nächsten Schritt? Konzentrieren wir uns auf das, was jetzt ist? Dann staunen wir, wenn wir auf einmal schon da sind und sagen, was, jetzt schon Ziel erreicht? Oder vielleicht sogar noch mehr als das? Das hast du sicher selber schon öfter erlebt. Schreib mir gerne unten in die Kommentare, wie du das siehst. Ich bin ganz sicher, diesen Mechanismus können wir bei all unseren Zielen oder all unserem Streben einsetzen und verwenden. Wir haben die Wahl, es schwierig oder anstrengend zu machen oder eben einfach und fließend. Und genau das wünsche ich dir. Ich freue mich aufs nächste Video. Vierti Servus, mach's gut.